Recht herzlich willkommen zur 182. Folge von Simotrans. Ja, wo liegt unser Problem? Unser Problem liegt an der Verstädterroute und die würde ich jetzt mal ganz gerne von unten anfangen. Einfach mal Stationen aufmachen und reingucken. Das ist dieser Bahnhof, den wir haben, der da ist. Dann haben wir hier noch einen Bahnhof. Den nehmen wir mal gerade hier rüber. Das war jetzt lauter. Jetzt haben wir mal zweimal Sonderhausen dann noch, ne? Das ist hier einmal. Und hier oben einmal. Das ist Sonderhausen. Und dann geht's hoch nach Floto, wo wir nur einen haben. Und dann haben wir auch noch einen Halt in Waldeck. So, das ist unser Vier-Städte-Tournee. So, und da haben wir 270 Leute hier in Lauter, stehen am Endbahnhof im Prinzip die wenigsten Leute, ne? Nee. In der zweiten Bahnhof von Lauter, da steht noch weniger. Und dann haben wir in Sonderhausen die meisten Leute stehen, die nach Waldeck wollen, weil da vom Intercity umgestiegen wird, ne? Genau. Und hier ist der gleiche, aber das ist diese Haltestelle, wo umgestiegen wird. Warum da dann so viele stehen, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich müssten sie hier stehen, im Rosenweg und nicht im Hirschstraße. Okay, und dann haben wir hier natürlich nach Floto, die nach Lauter Kindergarten wollen, also nach da oben. Und hier haben wir noch im Baldeck die wenigsten Leute stehen. Na, die wenigsten nicht, die stehen ja hier in der Sonnenwendgasse in Lauter. Also unsere Haupttangente ist hier eigentlich. Zwischen Sonderhausen und Floto. Da haben wir einen auch draufgesetzt jetzt, ne? Allerdings sind die Leute, die hier angezeigt werden, also hier und hier von Sonderhausen, die wollen alle nach Waldeck. Und das sind über 3000 Leute. Und hier sind fast 5000 Leute, die zum Kindergarten da oben wollen. Und das ist schon krass. Kindergarten. Ja, Kindergarten hier 16. Ich glaube, wir müssen da mal gucken, dass wir das hinkriegen. Hier müssen wir die 4000 Leute weg haben. Ja, es ist jetzt echt die Frage, wie man das am besten löst, ne? Ich habe letztens den Gedanken gehabt, stopp, das war die falsche Taste, die 5 sollte man nicht nehmen. Letztens den Gedanken gehabt zu sagen, wir machen einen Bahnhof zum anderen verbindbar, ne? Mit einem Zug. So, wenn wir jetzt hier gucken, ne, das ist ja Waldeck Ostdeutsches Rathaus, Waldeck. Ich glaube, wir nehmen mal hier so einen Zug hier raus, ne? Wie bleiben wir denn da auf Linie? Da sind ja reichlich drauf, ne? Und da können wir ja mal was basteln. Dann machen wir mal eine neue Linie. Die neue Linie machen wir einfach von hier nach hier. Und die nennen wir dann Regionalexpress. Nee. Regionalbahn. Waldeck. Floto. So. Dass die Linie passt. Okay, und dann nehmen wir einen Zug, der da auch gerade fährt. Den machen wir mal auf Nichtladen. Verfolgen den gerade. Der ist voll. Und der kriegt jetzt gleich diesen Dingens hier, wenn er leer ist.
So, jetzt nicht laden. Jetzt kriegt er einen neuen Fahrplan. Und dann kriegt er Regionalbahn Waldeck-Floto. Und gut ist. Dann das, das, das. Nee, Waldeck soll er hin. Läuft. Ha? Waldeck Karl-Marx-Straße. Achso, der muss irgendwo drehen dann, ne? Okay. Jetzt hält er da an und hat 30 Leute einsteigen lassen. Okay, dann passt das, ja? So, das ist jetzt der erste, den wir da runtergenommen haben, den Triebwagen. So. Jetzt gibt's eine neue Linie. Und zwar von hier nach da unten. Nach da. Okay. RB Floto. Sonderhausen. Passt. So, jetzt einen von der Vier-Städte-Tournee. Von der Vier-Städte-Bahn. Wo steht der gerade? Der fährt da gerade hin. Das ist ja gut. Dann kriegt er gerade nicht laden. Aber der fährt ja dann weiter da hoch, okay? Okay, dann lass mal gerade schneller laufen, bis der leer ist, ne? So, jetzt kommt er vom Waldeck. So. Und jetzt bekommt er einen neuen Fahrplan gesteckt. Regionalbahn Floto Sonderhausen. Und er darf laden. Floto ist die erste Straße. Passt. Den machen wir mal dann hier hin, weil der andere ist ja schon, ja, passend. Gut. Und dann ist jetzt noch zu überlegen, Sonderhausen. Das ist Sonderhausen. Nee, das ist Floto. Waldeck, dann ist das Sonderhausen und das ist Sonderhausen. Gibt es denn welche, die... Über Sonderhausen-Hirschstraße, da ist es schon. Okay, das heißt, die 34 fahren darüber. Dann bedeutet das wiederum eine neue Linie. Und zwar, die Verfolgung machen wir geradeaus. Dann hier. Nach da. Gut. Passt. Und das ist S-Bahn Sonderhausen. Da haben wir noch einen Schreibfehler drin. Passt. So, dann wieder ein dahin, S-Bahn Sonderhausen, und dann nehmen wir wieder einen von der Vier-Städte-Tour. Sonderhausen, Rosenweg über Floto. Okay, dann darf der gerade nicht laden. Wir verfolgen den. Okay, da. Und leer, gut. Dann kriegt er einen neuen Fahrplan, die S-Bahn. S-Bahn Sonderhausen. Fertig und darf laden. Und er dreht gerade. Sehr schön. Fahren wir gerade rein. Kriegt auch 58 Gäste. Und 19 fährt er hin und her. Das ist schon mal gut. So, er kommt dann auch dahin. Verfolgen wird
ausgemacht. So, das war die S-Bahn intern. So, jetzt haben wir den nächsten Zug, der dann von hier aus, neue Linie, von hier aus nach da unten fährt. Hierhin. Fertig. Und das ist Regionalbahn Sonderhausen Lauter. Ist da richtig, ja, passt. So, und dann wieder auf die Vierstädtebahn, weil dann nehmen wir einen wieder runter. Wo fährt der hin? Hier Straße, der fährt jetzt auch zum Kindergarten. Passt. Gut, nicht geladen. Fahrplan geändert. Fährt der auf der Regionalbahn Floto Sonderhausen Sonderhausen Lauter. Top. Darf laden. Fährt erst nach Sonderhausen. Ist aber gerade beim Kindergarten gewesen. Das heißt, wir ändern den Fahrplan gerade noch. Und dann läuft's, oder? Jetzt nimmt der Passagiere auf. 7, passt. Der geht dahin. Okay. Und jetzt noch den Stadtbahn. Neue Linie von da nach da. Fertig. Und das ist jetzt die Stadt, ne, die S-Bahn. Also ist die Stadtbahn Lauter. Fertig. Und wir gehen wieder auf die Vierstädtebahn und zwacken da wieder einen ab. Der fährt gerade aber an der falschen Stelle, ne? Wo fährt der lang? Gut. Nicht laden. Und der kommt jetzt auf die S-Bahn. S-Bahn Lauter. Fertig und darf laden und Fahrplan ist auch Kindergarten Lauter. Und der fährt jetzt da. So, die S-Bahn, die Vierstädtebahn hat noch Fahrzeuge drauf, das ist auch gut so. Aber wir haben jetzt auch einzelne Fahrten, ne? Hat er geladen? Ja, 2. So, das heißt für mich jetzt erstmal die Bahnhöfe sind erstmal jetzt wegzumachen. Die brauche ich nicht mehr. Die Vierstädtebahn muss man dann neu koordinieren im Endeffekt. Also er ist jetzt hier der Letztere. Dann war er der in Sonderhausen Lauter verkehrt. Er war der, der intern auch ist. Stadtbahn, ne? Sonderhausen, ja. Und er fährt Sonderhausen-Floto, richtig. Und er fährt Floto-Waldeck. Auch richtig. Zahlen sind schon mal alle top. So, jetzt sieht's nur fahrgasttechnisch jetzt aus. S-Bahn Lauter, das ist jetzt eine Nullnummer. Das ist hier jetzt Sonderhausen-Lauter. Der jetzt mit einem losfährt oder kommt da... Da gerade an. Ne, der fährt jetzt mit einem los. Ist die Frage, ob der schwarz. Ach, die sind noch die schwarzen Zahlen von. Okay, vorher. Also die Stadtbahn hier, die S-Bahn hier, die ist ja jetzt dann fragwürdig schon, oder? Die würde ich jetzt aus der Vier-Städte-Tour erstmal rausnehmen, die letzte Haltestelle dann, oder?
Linie ändern. Lauter Kindergarten würde ich jetzt da rausnehmen. Löschen. Lauter Kindergarten. Das gleiche sollte man vielleicht auf der anderen Seite auch machen, oder? Muss mal gucken. Also dieser Zug wird dann nämlich sonst nicht viel fahren, wie wir jetzt gerade sehen. Und wenn das dann mit den anderen ist, dann kriegt er ja trotzdem welche. Weil die müssen dann umsteigen. Umsteigen machen die ja, ist ja kein Ding. Und Sonderhausen Lauter. Hier sind es 12, 9, 27. Das sind keine Zahlen, ne? Hier sind es jetzt 3. Genau mit dem Bus fahren hier, ne? Wahrscheinlich. So, da kommt er jetzt mit 4 Fahrgästen. Wie viel kriegt er denn mit? 104, jetzt ist er voll. Weil kein anderer mehr fährt. Er bringt die jetzt eine Station weiter. Ist die Frage, wie sich das hier entwickelt dann, ne? Lauter Mittelgebirgsrathaus. Die Sonnenwendgasse sind, glaube ich, die Passagiere, die dahin wollen dann, oder? Die 230 fährt da jetzt noch weg, plus die 3. Okay. Und er hat jetzt auch 104 zum Mitnehmen, weil kein anderer ja mehr hinfährt. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir stehen hier. Die zum Kindergarten wollen, 190. Und der fährt jetzt in den Bahnhof rein und liefert neue ab wahrscheinlich. 190. Hat er jetzt welche abgeliefert? Ja, aber nicht die entscheidenden, oder wie? 191. Er ist aber schon zum Kindergarten unterwegs, oder? Also, das ist schon okay, ja. Die 309 sind das, die jetzt weniger werden. Die 295 wollen ganz woanders hin, Helmgasse. Und 205 stehen jetzt hier, die zur Sonnenwendgasse wollen. Plus die 3, die da unten immer noch stehen. Jetzt ist die Frage, ob er das hinkriegt, ne? Dass das weniger werden. 245, er ist gerade da vorbei. Ich glaube schon. Er fährt ja wahrscheinlich häufiger wie diese hier, ne? Oder? Gute Frage. Sonnenwendgasse sind jetzt noch 169. Er fährt zurück und ist wieder im Kindergarten gleich. Hat hier 213 noch zu fahren. Ich glaube, die Zahl wird weniger. Also er fährt sie runter, glaube ich. Jetzt gucken wir mal nochmal. Jetzt kommt er gleich wieder an. Sonnenwendgas 192. Ja, das sieht gut aus. Jetzt sind nur noch 88. Aber irgendwann sind sie zu wenig vielleicht. Machen wir nochmal schneller. Er hat jetzt die weg wieder, ist aber mit 94 unterwegs, das ist auch gut so. Und die Sonnenwend sind hier mit 194, weil die Busse wieder geliefert haben. Ich glaube 158. Er ist gerade wieder weg. 94.
129. Ja, Sonnenwendgasse sind jetzt nur 25. Er hat ja jetzt die 104. Das heißt, bei der nächsten Fahrt, wenn nicht gerade ein Bus kommt mit voller Ladung, 98 sind jetzt hier. So, jetzt fährt er mit 98 auch zurück. Okay, das ist dann, denke ich mal, eine gute Zahl, wenn die ja auch runterfährt, wenn. Ist die Frage, wie viel nimmt er beim nächsten Mal mit? 90. Das ist, pendelt sich gut ein, denke ich dann. Ja, das können wir so lassen. Das Ende ist gut. Das heißt, der ist zu schließen. Und der Kindergarten hier auch. So, nächster Zug wäre dann hier zu überlegen. Allerdings gucken wir uns den nächsten Zug, der dann nicht die S-Bahn Lauter ist, sondern zwischen Sonderhausen und Lauter fährt. Dieser hier, den gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Zurzeit 10 Passagiere nur drinne. Da müssen wir gucken, wie weit wir das optimieren können. Und ja, schauen wir dann weiter. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt ihr gerne unten runter. Ich gebe gerne Antwort. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.